konnte ja seinen Angstgegner Shu Xin sogar schlagen. Also eigentlich müssten wir hier... sagt ebenfalls, dass die Rückhand vor allen Dingen gerade durch das müssen wir korrigieren, das stelle ich jetzt gerade fest, steht nämlich jetzt 5-2. Rückhandflip beginnen. Daher kommen die Aufschläge eher über die Vorhand. Solche guten Rückschläger aus der Rückhand ist natürlich ein ganz wichtiger. Dort war die Tendenz eher über die Tischmitte oder Rückhandseite von Dang Shu. Das Rückhandhälfte geht. Wieder über Mitte. Deswegen Dang Shu jetzt hier über die Vorhandseite im Rückschlag. Und das ist so früh und so gut gespielt. Sehr, sehr gut. Ganz früh. Und mit der perfekten Länge. Bin gespannt, ob es Veränderungen gibt. Sehr gut. Oder, ja, da haben wir ihn. Schlag. Kleines Stückchen zu lang. Jetzt spielen. Noch zwei Satzbälle. Und mit dem Aufschlag rettet. Tatsächlich das Problem, Franziska, wenn er weiß, wo der Ball hinkommt, hat über variables Aufschlagspiel unangenehm und der und Shu jetzt natürlich schon wieder gefordert. Vor allen Dingen, wenn der Gegenläufer von, da ist er jetzt, der Gegenläufer in Vorhandhälfte spielen. Wieder Gegenläufer Vorhand. Ja, ja, ja. Körper darfst du nicht spielen. Deswegen spielt Düsseldorf Nord nach Süd. Die Linie lang. Auf, der Gegenläufer in Vorhand. Da ist er.
Schuh geht mit Vorhand hin. Und hat dann. War der gleiche Aufschlag. Wir müssen die Vorhand mehr anspielen. Weil dann gibt es sowas. Mein Gott. Nein. Weil eben Franziska von der den gleichen Aufschlag wieder weiterspielen. Jo. Und kein Flip direkt gespielt hat. Zwei. Gelungen, Verzeihung. Ich warte mal drauf, bis was passiert. Aber auch da wieder der gleiche Aufschlag. Und als auch Cross das Kurzlegen, das funktioniert. Vorhandseite. Boah, und der super Vertrauen ist da. Sehr, sehr wichtig. Und die Tendenz geht. Im Out schon. Fallende Phase und der Ball geht rüber. Ganz wichtig, Aufschlag hat. Und da war die Variation, die ist fast untergegangen. Das ist das Wort. Schuh in die Vorhand gelaufen ist. Der spielt aber die Variante. Gibt es. Matchball Franziska. Schuh schlägt auf. Elf. Ja! Such die Vorhand! Jawohl! Mit kurzer Öffnung. Ballkontakt, den er hat. Immer was anderes spielen. Und Varianten aufzubrechen. Wir haben es gesehen mit dem ersten langen, schnellen Aufschlag. Jetzt war der Zdenken. Mitzuspielen. Spielt sicherlich jetzt den Gegenläufer. Da ist er. Und das ist. Schlag. Der muss nämlich früh laufen. Da. Hat Schuh um den Satz. Da ist er. Da ist er auch in Vorhand. Wahnsinn! Mein Gott, ist der früh an dem Ball. Weil er mit der Vorhand danach geht. Jetzt hier da. Super. Und den nimmt er auch noch ganz, ganz, ganz früh. Früher am frühesten dank Schuh. Gleich ab. Sechs, sieben. Ei, vielleicht diesen Vorteil mit dem Aufschlag hast. Und natürlich spielt. Und dann.
Kein Gegenläufer, kein Punkt. Ganz einfach rechts mit Aufwind. 10-10. Variieren. Laser. Wow! Aber ich glaube, auch den hat er komisch getroffen. Aber das war exemplarisch. Dann ist der Gegenläufer wiedergekommen. Und dann ist Franziska einfach im Ballwechsel. Mit dieser Rückhand kann er hier...